Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Das ist schon ein bisschen wie beim Jedi-Tempel. Die Bibliothek. Also man erinnert sich, also ich noch an so ein altes Star Wars Spiel, wo man hier bei diesen Büchereien, digitalen Bücherei, ist ja digital nur, ne? Ja. Könnt ihr das lesen? Also ich kann es nicht, für mich ist das nur LED. Muss ich mit euch allen jetzt reden, Nina? Ah, Kel. Ich hatte gehofft, wir könnten etwas besprechen. Es gibt eine Stätte, eine ziemlich alte sogar, im Norden der Wüste. In meinen frühen Tagen auf Jeddah war ich dort, bevor die Präsenz des Imperiums anstieg. Was für eine Stätte? Eine, die von Verehrern der Machtnutzer gebaut wurde. Wir wissen nur wenig über sie, aber ich fand die Erfahrung recht faszinierend. Vielleicht geht dir das auch so. Wir werden es uns ansehen. Gerüchte. Das ist wirklich viel, was wir hier alles machen können. Cordova sagt, er hat euch gefunden, als er andere Jedi-Überlebende suchte. Ja, kaum zu glauben, dass uns das Schicksal nach so langer Zeit wieder zusammengeführt hat. Wir hätten dieses Glück brauchen können, als wir das Holocron gesucht haben. Ich weiß. Glück oder Schicksal. Ich freue mich, dass mein Meister lebt und bei uns ist. Ja. Und wild entschlossen, das Vermächtnis der Jedi zu bewahren und sich dem Imperium zu widersetzen. Kollegen sehen alle gleich aus. Zum Glück musstest du nicht durch den Sturm fliegen. Wie fühlt sich's an, wieder die Mantis zu steuern? Als würde ich nach Hause kommen. Warum dann das lange Gesicht? Ich war zu lange weg. Ich spüre meine Piloteninstinkte kaum noch. Ich weiß, wie hart es ist, Dinge wieder zu lernen, die man beiseite gelegt hat. Das ist es wohl was. Trotzdem bereue ich es, dass ich die Mantis je hinter mir gelassen habe. Ich denke ständig, ich mache gleich einen Fehler. Du bist gegangen, als du musstest. Das kommt ganz schnell wieder alles zurück. Okay, okay. Du bist ein guter Freund, Kerl. Ja, aber beobachte mich nicht mehr beim Schlafen. Hast du was? Nee, okay. Ich dachte gerade, ich hätte hier ein Echo gesehen. Das sah schief. Oh, immer noch nur 2 Punkte. Oh, dein Ernst? So albern. Hey, Kerl. Warte. Den hier habe ich schon seit ich selbstständig bin. Er hat mir aus üblen Situationen geholfen und vielleicht schafft er das auch für dich. Du bist Maron, richtig? Ich kann dir auch einen besorgen, wenn du willst, also wenn du... Nicht nötig, Boat. Verstehe, du hast alles klar. Blaster hat mein Meister stets missbilligt. Hast du nicht gesagt, dass einen nicht die Waffe zum Jedi macht? Wir allein gegen die Galaxis, Kerl. Gegen das Imperium müssen wir einfach jeden Vorteil nutzen. Danke, Boat. Also dann, zeig uns, was du drauf hast. Als ob jetzt mit einer Knarre. Warte mal. Wie hart. Steht nicht still. Irgendwo muss man anfangen. Okay, drücke Y, um die Pistole abzufeuern. Gut so. Nicht schlecht, Jedi. Und, wie lange hast du für Sir gearbeitet? Ich arbeite nicht für Sir. Natürlich. Mein Fehler. Ganz ruhig, Kerl. Konzentrier dich und drück den Abzug. Ich habe keine Muni. Ach so. Was? Regeneriere Munition, indem du Gegner im Blaster-Kampfstil dein Schwert triffst. Hä? Er heizt den Army ordentlich ein. Er mag keine Sturmflammen. Wer macht das schon? Tja. Komplett. Ich denke, jetzt anders. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Okay.
Aber ich will das behalten so. Ah, man kann nur... Oh. Not good. Ja, dann muss ich hier... Ah, ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Ich mag irgendwie... ein Lichtschwert nicht unbedingt so. Also ich mag lieber das. Ich weiß nicht. Okay, können wir mal weiterziehen? Es ist schön, dich wiederzusehen, Maren. Dich auch, Cal. Viel Glück. Vielleicht bin ich noch hier, wenn du zurückkommst. Hoffentlich. Also, wohin gehen wir zuerst? Zurück nach Kobo oder auf seinen Mond? Keine Ahnung. Fangen wir mit dem Labor auf dem Mond an. Alles klar. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns durch den Abyss bringt. Okay, ich musste das jetzt direkt entscheiden. Gibt's hier wieder was Neues? Ne, das kennen wir ja alles. Keine Ahnung, ob wir das nochmal gucken könnten. Sonst ist hier ja soweit erstmal nichts. Hier ist ja der Tisch. Genau. Wo ist BD? Ab ist beim Tisch geblieben. Du willst weg, Kleiner, ne? Lass uns da rausgehen. Aha, wir haben hier zwei Ziele. Was ist denn cleverer? Kann ich denn sehen? Kann ich nicht sehen. Komm, wir fliegen mal zu ihm. Kurs auf den zerstörten Mond. Vielleicht sind diese Anachoreten doch nicht so übel. Hast du sie nicht Spinner genannt? Das war, bevor Sia mir gesagt hat, dass sie Flüchtlinge vor dem Imperium verstecken. Wirklich? Ja, zusammen mit einer Gruppe namens Versteckter Pfad. Streng geheim, muss also in der Familie bleiben. Verstanden. Es war schön, alle wiederzusehen. Ja, das war's. Cordova denkt, wir finden raus, wie wir durch den Abyss kommen, indem wir Dagens alte Schlupfwinkel finden. Das stimmt. Weißt du irgendwas über dieses Labor auf dem Mond, Grease? Bin ich etwa ein Fremdenführer? Ich bin ein vielbeschäftigter Latero. Keine Zeit für kaputte Monde. Erst Jeddah und jetzt das. Monde bringen nichts als Ärger. Jeddah ist ein Mond. Ich hatte keine Ahnung. Okay. Komm her, Kerl. Die Reise ist gleich vorbei. Es ist die Battle 1. Aber wir schaffen das. Was du nicht sagst, wir haben einen Optimisten. Hey, tu mir den Gefallen und lass es einfach. Ich bekomme wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist dein Essen schuld. Was war das? Wir sind fast da. Das heißt, der Mond soll verflucht sein. Ja, das sieht schon cool aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was man da jetzt alles findet. Oha. Okay. Hätten Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Naja, dann wollen wir mal. Wohin müssen wir denn überhaupt? Also, zu der Plattform da drüben. Wer bist du? Diese Station ist geschlossen. Sie sind hier. Wer? Wir wurden angegriffen. Evakuierungsprotokolle laufen. Diese Station ist geschlossen. Es ist gefährlich, hier zu bleiben. Okay. Bin mal gespannt, wer hier alles auf mich lauert.
sagte, es gibt Aufzeichnungen eines Besuchs von Dagon in einem Labor auf diesem Mond. Das sieht nach Crees Handwerk aus. Ja, okay, wenigstens ein Punkt zum Speichern schon mal. Oh, ein Echo. Glauben Sie wirklich, dass hinter dem Abyss etwas ist? Santari Cree ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht im Rat. Oh, komm. Okay, also nicht in diese Richtung. Aber ich will darüber. Dass gleich da so ein Ding hängt. Aber was erwartet mich hier gleich? Das ist nur Kletteraktion oder passiert da irgendwas? Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Bleiben wir wachsam. Wir müssen dieses Labor finden. Ah ja, lange springen können. Oh, das Adventure hier. Das erinnert mich irgendwie hier an... Oh, war das Crash Bandicoot? Ah. Oh. Dem Klettern? Ja, das war Crash Bandicoot, natürlich. Abkürzung. Sehr schön. Dann wollen wir mal direkt hier einmal speichern. Wir haben immer noch keine 3 Punkte. Weil... wir auf absolut aktuell keine Gegner treffen. Bereit zum Aufbruch? War hier lang? Nein. Was finden wir denn hier? Du kreist mich safe. Du kreist mich an, oder? Sektoren 5 bis 9 außer Betrieb. Sektoren 1 bis 4 in Betrieb. Werkstatus aktiviert. Anlagenstatus deaktiviert. Oh nein. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte testen, ob das geht. Oh, ich bin so grausam. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Du Heilige. Ich hab mich so erschrocken. Ach B, ich bin so doof. Hab falsche Taste gedrückt. Eine Deckung gibt's nicht mehr. Sie haben auf uns gewartet. Gerade rechtzeitig. Ich hab mich so erschrocken. Der Messwert. Nicht stabil. Wir müssen die Kammer erneut verstärken. Bin ganz cool geblieben. Ich war die ganze Zeit so, da passiert nichts. Alles gut. Da passiert auch irgendwas, deswegen gehen wir hier lang, ne? Oder? Nee, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Und wer kommt jetzt hier? Ach nö. Verfolge. Easy. Also hoffe ich doch. Bist du tot? Ich denke. Okay. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich schätze. Wie Verstand. Immer. Ich nehme mal den Stim. Jetzt gucke ich mal, was hier ist. Ach, du Heiliger. Ach, das ist einfach die andere Seite. Ich hätte die überraschen können. Oh, so ist das. Dann wäre ich einfach von hier gekommen. Ich hätte einen so einfach eliminiert, ohne
Macht euch kampfbereit. Ah, ich hab was versucht. Wie viele warten hier denn noch auf uns? Kann ich ihn scannen? Nein, habe ich schon gescannt. Dass sich diese Battler im Raiders. Tut das weh? Nee, ich kann es nicht anfassen. Schlechtes Gefühl. Oh. Ja, ich auch. Hier sind welche. Man kann die zerstören, ich kriege Punkte, weil wir wissen beide. Dass die aktiviert werden. Na komm. Oh mein Gott. Ja. Hey, bitte. Der war stark. Die wollen wirklich nicht, dass wir uns hier umsehen, was? Wow. Gut, dass ich schon mal ein paar erledigt habe. Weil die hatten wirklich Bock auf mich. Ich komme immer noch nicht auf die Szene klar. Ich habe mich so erschrocken. Ach man. Sonst mal in Horrorgames würde ich mich so erschrecken. Ich habe einfach keine Ahnung, ich war so ruhig. Bei Horrorspielen weißt du ja das, was passiert. Alles cool, aber hier habe ich jetzt nicht mit der Aktion vorhin gerechnet. Der hat aber schlechte Laune, ne? Ist aber nicht nett. Ja? Ach. Ach nö. Warte. Ich hab seinen Kopf weg. Oh, das ist eine geile Kiste. Was ist das für eine Kiste? Warum kann ich ihn nicht öffnen gleich? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gegen eine Magnerwache kämpfen muss. So wird's gemacht. Oh, jetzt hast du den geöffnet? Okay. Und was hast du gefunden? Das war auch nicht easy. Aber müssen wir vielleicht hier erstmal lang? Von da gekommen. Das ist wieder so ein Droide. Lass uns die Datendisk zur See bringen. Ah, okay, da haben wir wieder. Wo ist das Laboratorium? Das Labor ist gesperrt. Das Labor ist unzugänglich. Du bist okay. Versteck dich irgendwo. Ich habe keinen Zugang. Ich habe es ihnen gesagt. Bitte lassen Sie mich. Die Raider haben diesen Droiden ziemlich zugesetzt. Oh Mann, und ich habe einen getötet. Aber ich wollte nur gucken, ob das geht. Und warum kann ich den jetzt... Komm, wir machen's. Gut, hier haben wir eine Kiste. Waffenmaterialien. Oder wieder Farbe. Was haben wir hier? Abkürzung. Nice. Okay, nee. Das war gut. Aber wenigstens wieder eine Abkürzung. Schon viel Palaver hier auf dem Planeten. Was gibt es hier denn so Schönes?
Das ist jetzt wieder ein Rätsel. Ah, ich war zu schnell, zu langsam. Oh, Gott sei Dank. Ich war zu schnell, ganz sicher nicht. Ist hier nochmal irgendwas? Ne? Ah, dieses Gestein. Das ist wirklich eigenartig. Wir das irgendwann zerstören können? Das stimmt. Gut, hier haben wir eine vermutlich Abkürzung oder einfach ein neuer Ort. Neuer Ort. Okay. Jetzt können wir aber auch noch da lang. Abkürzung. Weil wir da waren. Was ist denn jetzt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich muss zerstören. Das ist auch ziemlich anstrengend für meinen PC. Dann sind das wahrscheinlich irgendwelche Herausforderungen. Aber ist cool. Aber ihr seid ja aktuell ja gar keine Herausforderung für mich. Ich bin gestorben. Ich verstehe es nicht. Es ist ein Echo der Macht, aber irgendwie unvollständig, beschädigt. Das ist nicht repariert. Ich mach nochmal. Zwar muss ich meinen Arbeitsspeicher ein bisschen höher schrauben. Aber ich versuch's jetzt trotzdem nochmal. Ist ja mal geil. Mal mega geil. Gut, dass ich diese Attacke freigeschaltet habe. Das hilft mir wirklich sehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war knapp. Ich erschieße ihn.
an. Kann ich nicht. Komm hier nicht weg. Aber der letzte. Das war ein geiles Gimmick. Was jetzt? Was willst du denn hacken? Scan. Bereits abgeschlossen. Ach so. Also ich hätte die. Das haben wir doch schon gemacht. Ach komm, ich sterbe jetzt einfach. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das abbrechen kann. Ja, ihr dürft. Ja, dann. Und los, komm. Perfekt. Alles gut. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Okay, perfekt. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Nein. Ah, ich bin so doof. So, dann wollen wir mal. Wo ist der Speicherpunkt? Da ist noch was. Jetzt ist aber die Frage. Ich würde jetzt gern eigentlich einmal speichern. Aber hier einmal runter können, hier ist doch irgendwas, oder? Ich kann nicht mehr, das war wirklich eben gut anstrengend. Ah, okay. Sieh mal da vorne, BD! Noch haben wir es nicht geschafft! Ah, das ist ja nicht schwer. Das muss ein schlechter Scherz sein! Gute Arbeit, Kumpel! Sektor 5 Delta, keine Anomalie. Scan läuft. Sektor 5 Epsilon. Ja, ich würde gerne, aber ich will einfach nur eine Station zum Speichern haben. Hier ist nichts. Ja, Werkbank, aber wofür? Grüße. Bist du okay? Soweit, wie man es erwarten kann. Denn viele Zyklen lang hat sich niemand die Mühe gemacht, mit mir zu sprechen. Faszinierende Daten. Ich kann Ihnen helfen. Unten in dieser Anlage befindet sich etwas Wertvolles. Danke. Mal sehen, was wir finden. Hätten die anderen mal mit ihm gesprochen? Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Gezogen. Perfekt. Hier ist direkt zum Speichern. Werden wir jetzt auch machen. Ausruhen. Und ich würde mich jetzt auch verabschieden und in der nächsten Folge werden wir mal unsere, boah, mittlerweile 4 Punkte hier einsetzen und ich werde auch
den Arbeitsspeicher mit den Megahertz ein bisschen hochschrauben, weil ich habe gesehen, weil das Spiel lief eigentlich flüssig, aber jetzt gerade bei dieser Aktion mit den ganzen Droiden, das war zu viel Power. Das habe ich gemerkt, deswegen, da muss ich ein bisschen nachjustieren. Ansonsten, das war cool. Das war wirklich herausfordernd. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Looking to the sky and follow the light. My fate in my own hands came.